Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder die Auslegung der Sonntagslesungen. Wir gehen ja zu auf den zweiten Adventssonntag im Lesejahr C. Viel Freude! Vorab würde ich mich wie immer freuen über ein Däumchen nach oben und abonnieren Sie mich auch gerne kostenlos. Wenn Sie auch noch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Benachrichtigung bei einem neuen Video von mir. An diesem kommenden Sonntag geht es um das Thema Freude. Wir können uns freuen, weil der Herr uns entgegenkommt. Er ist uns nahe und möchte ganz bei uns wohnen. Und auch darum, dass wir uns darauf entsprechend vorbereiten müssen, wie wir uns auf diese ewige Freude, die Gott uns schenken möchte, vorbereiten müssen und auch jetzt schon diese Freude verspüren dürfen. Also auch Vorfreude. Als erstes hören wir aus dem Buch Baruch. Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner Trauer und deines Elends und bekleide dich mit dem Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht. Leg den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an. Setz dir die Krone der Herrlichkeit des Ewigen aufs Haupt. Denn Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis unter dem Himmel zeigen. Gott gibt dir für immer den Namen Friede der Gerechtigkeit und Herrlichkeit der Gottesfurcht. Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe. Schau nach Osten und sieh deine Kinder. Vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das Wort des Heiligen sie gesammelt. Sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat. Denn zu Fuß zogen sie fort von dir, weggetrieben von Feinden. Gott aber bringt sie heim zu dir, ehrenvoll getragen wie in einer königlichen Sänfte. Denn Gott hat befohlen, senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel, und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land, so dass Israel unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen kann. Wälder und duftende Bäume aller Art spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß, denn Gott führt Israel heim in Freude, im Licht seiner Herrlichkeit. Erbarmen und Gerechtigkeit kommen von ihm. Als erstes hören wir eine sehr spannende Lesung, die uns an Jesaja erinnert. Gerade dieser Teil mit den Bergen und Hügeln, die sich senken und die Täler, die aufgefüllt werden sollen, als Zeichen der Vorbereitung auf den Messias, das ist uns schon bekannt aus dem 40. Kapitel aus dem Buch Jesaja. Und wir werden merken, dass diese Dinge auch wichtig sind in dem kommenden Evangelium. Und das ist ein sehr messianischer Text, wie wir jetzt gemerkt haben, zu den ganzen Diskussionen, auf welches Jahr oder in welche Zeit Baruch datiert werden soll, ob das ein einheitlicher Text ist und so weiter und so fort. Auf diese Dinge werde ich gar nicht eingehen. Das ist für uns auch gar nicht so wichtig. Uns interessiert die Botschaft dieses Textes und was das eben mit Advent zu tun hat, mit dem Kommen des Messias. Und wenn wir diese Dinge hier lesen, merken wir, hier wird Jerusalem direkt angesprochen. Jerusalem, und es ist eine Heilsverheißung, die an Jerusalem ergeht. Es erinnert uns sehr an diese Zeit des babylonischen Exils, aber auch an all die anderen Zeiten der besonderen Bedrängnis Israels und auch ganz speziell Judas, was natürlich mit Jerusalem vor allem ausgesagt wird, das Südreich Juda. Und es ist hier die Zeit der Trauer vorbei, heißt es in dem Text. Die dunkelsten Stunden des Volkes Gottes sind ganz klar natürlich die Zeit des babylonischen Exils, aber auch schon der ägyptischen Sklaverei, aber auch die ganzen politischen dunklen Stunden der Fremdherrschaften. Es gibt so viele Fremdherrschaften, die sich aneinanderreihen. Und ganz klar ein Zeichen der Konsequenz der Sünde Israels darstellen. Und das wird ja immer wieder ausgesagt durch die Propheten, weshalb dann auch zur Umkehr aufgerufen wird, damit nach dieser Zeit, damit überhaupt diese Zeit zu einer Zeit der Läuterung wird, als Chance ergriffen wird und dann das Volk Israel geläutert und wieder in Ehren gehalten zurückkehren darf. In die Gunst Gottes und auch, wenn wir jetzt an das babylonische Exil denken, zurück ins gebotene Land darf. Denn es sind ja jene, die wirklich davon überzeugt waren, dass Gott sie verlassen hat, dass Gott sie nun verworfen hat, endgültig wegen dem, was sie getan haben und dass es kein Zurück mehr gibt. Und umso größer natürlich so eine Heilsbotschaft, die sagt,
Es ist noch nicht alles verloren und Gott wird sich euch wieder zuwenden, beziehungsweise ihr dürft wieder zurückkehren. Und das dürft ihr, wenn ihr euch erstmal innerlich wieder Gott zuwendet, denn das ist das Problem. Ihr habt euch von Gott zuerst abgewandt und deshalb wendet euch wieder ihm zu. Und ihr dürft dann wieder froh sein, ihr dürft das Trauergewand ablegen und stattdessen den Mantel der Gerechtigkeit anlegen. Wir müssen noch einmal bedenken, also das, was ich gesagt habe, das ist natürlich vor allem im Wortsinn zu verstehen. Die Deportierten, die fernab ihrer Heimat weinen um die zerstörte Stadt, um den zerstörten Tempel, der nämlich vor allem ganz dramatisch der Ausdruck davon da, also dafür ist, dass Gott sich abgewandt hat von ihnen. So stellen sie sich das eben auch vor. Er hat die Gegenwart, also seiner Herrlichkeit, abgerissen. Er lebt nicht mehr im Tempel, weil der Tempel nicht mehr existiert. Und auch jene, die zurückgeblieben sind, die einfach auf den Trümmern sitzen und weinen. Aber es betrifft natürlich die ganze Menschheit in einem noch viel existenzielleren Exil, nämlich dem Exil außerhalb des Paradieses. Durch den Sündenfall ist die ganze Menschheit in ein Exil geraten, das noch viel schlimmer ist. Und das wartet auf den Trümmern der gefallenen Schöpfung, dass der Messias kommt und die Welt erlöst. Und diese Zerbrochenheit der Schöpfung wiederhergestellt wird. Das ist also auch eben zu bedenken im heilsgeschichtlichen, größeren Rahmen, dass das eben hier eine Wende ist, die verheißen wird. Die Zeit der Trauer ist vorbei und Gott kommt. Er wird Mensch, um die Menschheit zu erlösen, damit sie wieder in das Reich des Vaters kann, damit die Menschheit das Angesicht Gottes wieder schauen darf. Und deshalb wird eben das Trauergewand ausgetauscht durch den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit, denn Gott ist es, der diese Gerechtigkeit gibt. Er gibt den Menschen wieder die Möglichkeit, gerecht zu sein. Und dass der Mensch damit gekleidet wird, das ist ein ganz typisches Motiv. Wir benutzen das nicht umsonst dann auch in der Taufe, dass wir Christus gleichsam in der Taufe anziehen. Gott verleiht uns ein neues Gewand, ein reines Gewand. Deshalb schaut auch Johannes in der Offenbarung die Menschen, die im Blut des Lammes ihre Gewänder reingewaschen haben. Und es ist natürlich nicht umsonst, dass Jesus dann ein Gleichnis von einer Hochzeit erzählt und da dann eben die Rede von den Gewändern ist. Und einer dann eben da ist, der nicht im Gewand, im Hochzeitsgewand dort sitzt. Also das Gewand als Ausdruck der Gerechtigkeit des Menschen, dass er eben gerechtfertigt vor Gott ist, dass auch schon das Volk Israel gerechtfertigt und geheiligt vor Gott dann zurückkehren darf, in Ehren in das gebotene Land zurückkehren darf, liegt doch daran, dass es eben diese Zeit der Läuterung hinter sich hat. Also die Zeit der Diaspora und dieser Leidenszeit, der Bedrängniszeit, danach wieder gereinigt und geläutert vor Gott stehen darf. Und zwar auch vor Gottes Angesicht im Tempel. Das, was hier verheißen wird, ist ein neuer Tempel. Also, weil hier ja auch dann die Rede ist von einer Wallfahrt. Und das ist natürlich ganz klar, diese Wallfahrtsrhetorik für die Juden ein Hoffnungszeichen, dass ein neuer Tempel kommen wird und Gott dann wieder unter ihnen wohnen wird. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Johannes Offenbarung, der dann eben diese Menschen sieht in Gewändern, die ihre Gewänder reingewaschen haben im Blut des Lammes. Und er sieht ja auch noch etwas anderes, nämlich Kränze, Siegeskränze auf ihren Häuptern oder Kronen. Und das ist ja nicht nur eine Ehrengabe oder eine liturgische Uniform oder Teil der liturgischen Uniform, sondern auch Zeichen des Sieges. Das kennt man auch von den ganzen Sportveranstaltungen in der Antike, dass man mit einem Siegeskranz, beschenkt wird, nicht mit einer Medaille, sondern mit einem Siegeskranz. Und das ist natürlich auch ganz klar hier, wenn hier gesagt wird, dass sie gekleidet sind mit der Krone der Herrlichkeit des Ewigen auf dem Haupt. Das erwartet uns alle, wenn wir uns bewährt haben in diesem Leben und wir dann vor Gott treten, dann werden wir mit der Siegeskrone ausgestattet. Also wir dürfen das Ganze auch anagogisch betrachten auf unser Lebensende oder auch auf das ganze Weltende bezogen, am Ende der Zeiten, je nachdem, was zuerst kommt. Und
auch das, was wir danach lesen, ist in diesem Zusammenhang zu verstehen. Dann wird die Heiligkeit der Kinder Gottes nämlich offenbar werden. Der Glanz, wie es hier heißt. Also das ist etwas, das wir vor allem natürlich anagogisch verstehen, nämlich im vollkommenen Sinne, im vollendeten Sinne. Dann werden alle sehen, unser Siegel, das jetzt noch unsichtbar ist, das Siegel der Taufe. Aber diese Herrlichkeit der Kinder Gottes wird natürlich anfangshaft schon auf Erden sichtbar. Und das dürfen wir im Wortsinn vor allem darauf beziehen, dass die außenstehenden Völker dann sehen werden, wenn das Volk Israel wieder zurück nach in das verheißene Land darf, entgegen aller Erwartungen, die man als Mensch eigentlich hat, auch der politischen Möglichkeiten oder politischen Vermutungen, die man da vielleicht anstellen konnte damals, dass sie zurückkehren und dass Babylon eben nicht am Ende siegt. Und das ist ja auch schon etwas, das durch den Exodus den umliegenden Völkern deutlich wird. Das Volk Israel ist ein besonderes Volk, ein auserwähltes Volk und ihr Gott ist ein ganz, ganz mächtiger Gott. Und dass sich das hier wieder durch die Geschichte und die politischen Zustände bewiesen hat. Aber wie gesagt, am Ende der Zeiten wird es vor allem offenbar werden. Und auch in der Offenbarung, die ich ja vorhin jetzt schon mehrmals angesprochen habe, heißt es auch, dass Gott einen Namen verleihen wird. Das lesen wir in den Sendschreiben. Und auch das ist hier ja schon gegeben. Und nicht nur da, sondern wir können das ja auch sakramental-ekklesiologisch weiterdenken. Denn durch die Taufe wird uns ja auch ein Name verliehen. Denn es ist ja die Neugeburt im Heiligen Geist und wir bekommen einen Namen, der natürlich nicht irgendein Name ist, sondern verbunden mit einem Namenspatron. Und dieser hat sich ja durch ein ganz besonders heiligmäßiges Leben bewährt. Das sind ja schon die, die uns schon vorausgegangen sind, die es schon geschafft haben. Und das sind welche, die sich durch, wie es hier heißt in Vers 4, durch Gerechtigkeit und Gottesfurcht ausgezeichnet haben. Also es gibt hier so viel, was man sagen kann. Ich will gar nicht zu ausführlich hier irgendwie auf die Einzelheiten eingehen. Sonst müsste man ein einziges Video, eine einzige Studie nur alleine zu diesem Text aus dem Buch Baruch machen. Baruch heißt übrigens gesegnet. Der Name, ne? Also das ist hier der Gesegnete, der Benedikt, der Benediktus. Also ein neuer Name wird verheißen. Und das ist auch uns gegeben, die wir im neuen Bund, einen neuen Bund mit Gott eingehen durch die Taufe. Und auch wir sind geheiligt durch diesen neuen Bund. So wie es eben auch mit dem alten Bund geschehen wird, dass sie eben zu einem geheiligten Volk werden, so sind wir geheiligt durch die Taufe zu einer heiligen Priesterschaft, zu einem Hieratoima, wie es heißt, in den ganzen Texten des Neuen Testaments. Und das Volk Israel erhält auch übrigens einen neuen Namen aus einem anderen Grund noch, nämlich, weil aus ihm der Messias hervorgehen wird, der Friede der Gerechtigkeit in Person ist. Er ist der Friedensfürst. Als solcher wird er erwartet. Und er ist voller Gottesfurcht als der eine wahre Hohepriester, der für uns einsteht beim Vater. Und er wird in Macht und Herrlichkeit am Ende der Zeiten wiederkommen. So hat man sich den Messias auch schon im Alten Bund vorgestellt. Dann kommt etwas, das ist ganz wichtig, vor allem auch mit Hinblick auf die anderen Texte. Jerusalem soll aufstehen. Es soll aufstehen und in die Höhe gehen. In erster Linie soll es aufstehen aus der Hoffnungslosigkeit und der Resignation, wie gesagt. Es sitzt auf den Trümmern und meint, Gott hat sich von uns ganz abgewandt. Denn es ist nun Hoffnung da, eine Perspektive da. Der Messias kommt, er bringt endlich wieder Hoffnung. Jerusalem soll aber natürlich auch aufstehen aus dem Fall der Sünde. Es soll umkehren und sich bereit machen für dieses Heil, das von Gott kommt. Und das betrifft nicht nur Jerusalem, wir dürfen das Ganze wieder weiter verstehen. Im heilsgeschichtlichen Sinne, die ganze Menschheit soll aufstehen. Sie soll umkehren. Denn alle sind dazu berufen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und dafür müssen sie umkehren von der gefallenen Schöpfung, um durch die Gnade, die Christus uns erwirkt hat, zu neuen Menschen neugeboren zu werden, im Heiligen Geist. Und versöhnt zu sein mit Gott, nicht mehr durch die Natur, dafür aber durch die Gnade. Und das Steigen in die Höhe, das ist hier natürlich im Wortsinn erstmal ein ganz klares Motiv auch der Wallfahrtsmetaphorik, dass sie aufsteigen sollen zum heiligen Berg, auf den Zion, zu einer besonderen Gottesbegegnung, weil der Berg immer ein Ort der Begegnung mit Gott ist, aber auch vor allem
mit dem Zion verbunden, weil dort ja der Tempel Gottes errichtet ist auf dem Zion. Und deshalb ist es eine Hoffnungsbotschaft, dass eben ein neuer Tempel sein wird wieder. Es ist aber auch immer wieder anagogisch zu verstehen. Schon im Alten Testament wird das auf die Endzeit bezogen, dass alle, vor allem wenn wir dann noch lesen, was da dort steht, von allen, also von allen Himmelsrichtungen, dass da die Menschen kommen, die Heiligen kommen zum Berg. Das ist ein Motiv, das haben wir bei ganz vielen Propheten des Alten Testaments und das kommt dann auch in der Johannes-Offenbarung. Also wir haben einen roten Faden durch die ganze Heilige Schrift, wo sich dieses Motiv zeigt, die sogenannte eschatologische Völkerwallfahrt, dass alle kommen zum himmlischen Zion, um Gott anzubeten. Das Ganze dürfen wir natürlich auch allegorisch verstehen, im Sinne von, aus allen Himmelsrichtungen sollen die Menschen kommen zum Zion, das die Kirche ist, dahin, wo Gott gegenwärtig ist. Und das ist er in unserer Zeit durch die Eucharistie. Und auch wir, die wir uns vorbereiten auf Weihnachten, die jetzt in dieser besonderen Gnadenzeit wieder sich vorbereiten sollen auf die Gegenwart Gottes, der eben ein kleines Kind zu uns kommen möchte, die wir hinpilgern zum Zion der Kirche, um dort eben uns vorzubereiten, dort aber auch dem Herrn zu begegnen in der Eucharistie, wie gesagt, und auch die sich wieder vorbereiten in der Umkehr, eine gute Beichte ablegen, damit sie ganz vorbereitet sind, auch im moralischen Sinne, ziehen zu ihrem eigenen Zion, zu ihrem inneren Zion, dass Gott auch gegenwärtig werden kann in ihren Herzen. Und es ist eine Heimführung, lesen wir, eine Heimführung jener, die fortgegangen sind von Jerusalem und nun zurückkommen. Das ist natürlich wieder zurückzubeziehen auf den Wortsinn, dass vor allem jene, die im babylonischen Exil waren, endlich wieder ins verheißene Land dürfen, aber auch alle, die in der Diaspora leben, ja, im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, was da alles geschehen ist. Und letztendlich sagen wir, auch aus heilsgeschichtlichem Sinne, dass alle Menschen wieder die Möglichkeit haben, in das Paradies zu gehen, eine Heimführung ist, weil wir zuerst ganz bei Gott in inniger Gemeinschaft mit Gott waren und diese verloren haben als Menschen. Deshalb ist es eine Heimführung und ein Wieder-Zurück, eine Rückkehr zurück zu diesem Zustand. Das soll nicht heißen, dass wir eine präexistente Seele haben oder so, sondern wir dürfen zurück in unsere himmlische Heimat. Das, was eigentlich ursprünglich für uns vorgesehen war. Und das erlangen wir durch die Taufe. Wenn wir aufstehen und losziehen zum Zion, wo Gott eben, wo Gottes Gegenwart ist, gemeint ist eben auch im moralischen Sinne umkehren, aufstehen aus unserem gefallenen Zustand und Gott um Verzeihung bitten, dass er uns dann auch dann die Schuld vergeben möchte und uns heiligen möchte, das, was wir hier alles in diesem Text lesen können. Und natürlich wird er das tun am Ende der Zeiten und vor allem, wenn wir noch dann das Ende dieses Textes lesen, diese Motive, die dort kommen, vor allem der Schatten, der uns gespendet wird, dann denken wir ganz klar an Psalm 23 und auch daran, was wiederum in der Johannes-Offenbarung steht, im 7. Kapitel, das Lamm, das uns auf die Weiden führen möchte und uns auch vor der glühenden Hitze bewahren möchte, uns Schatten spenden möchte. Gemeint ist, dass wir von den irdischen Nöten unserer Zeit, unseres irdischen Daseins hier befreit werden und dann kein Leiden, keine Not, kein Tod, gar nichts mehr uns bedrängen wird, sondern wir ganz in der Freude des Himmelreiches leben dürfen, ganz im umfassenden ewigen Heil. Kommen wir nun zum Psalm. Wir beten als Antwort Psalm 126. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr das Geschick Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel. Da sagte man unter den Völkern, groß hat der Herr an ihnen gehandelt. Ja, groß hat der Herr an uns gehandelt. Da waren wir voll Freude. Wende doch, Herr, unser Geschick wie die Becher im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen, ja gehen und weinen und tragen zur Aussaat den Samen. Sie kommen, ja kommen mit Jubel und bringen ihre Garben.
Es ist eine sehr gute Antwort auf die Lesung, denn es handelt sich bei diesem Psalm tatsächlich um einen Wallfahrtspsalm. Das ist natürlich absolut Ausdruck dessen, was eben noch in Aussicht steht, dass es wieder einen Psalm geben, einen Tempel geben wird, dass man wieder Wallfahrten unternehmen kann nach Jerusalem. Also es wird eine Zeit kommen, dann wird das alles wieder möglich sein. Und das ist ein Wallfahrtspsalm, der den Beistand und die Rettung Gottes aus der Not thematisiert, also schon aus der Sicht des bereits ergangenen Heils Gottes. Im Wortsinn. Natürlich haben wir immer wieder trotzdem noch Situationen der Not, solange diese Welt noch besteht. Doch ist es so, dass Gott uns jetzt schon in diesem Leben immer wieder also so Situationen des Heils schenkt. So wie es auch schon in Israel immer wieder der Fall ist. Vor allem ist das natürlich eindrücklich zu sehen bei dem Auszug aus Ägypten und auch bei der Rückführung der Deportierten aus dem babylonischen Exil. Wie gesagt, das sind so die Traumata schlechthin und die heilsgeschichtlichen Knotenpunkte deshalb auch der ganzen Heilsgeschichte Gottes mit Israel. Die Leidenden, die endlich das Ende ihrer langen Leidensgeschichte schauen dürfen, sind wirklich wie Träumende. Das ist zu so schön, um wahr zu sein. Die sind so, sie können das gar nicht fassen, dass das geschieht. Sie hätten es sich in den kühnsten Träumen nicht erträumen können, dass Gott sie aus dieser Situation herausführt. Also er übersteigt ihre Träume. Diese unglaubliche Wende, auch gerade jetzt im heilsgeschichtlichen Sinn, dass nämlich die Leidensgeschichte der gefallenen Schöpfung ein Ende findet und dass die Menschen wieder in das Paradies dürfen, diese Wende feiern wir an Weihnachten. Dass Gott Mensch wird, um die Menschheit zu erlösen und den Zugang zum Himmelreich wieder freizulegen. Was ist das nur für eine große, wunderbare Sache und deshalb auch für uns, wir sind schon bereits Erlöste. Und doch, wenn wir zurückschauen, was Gott uns Gutes getan hat, können wir auch nur sagen, das ist echt ein einziger Traum. Es ist ein Traum, dass Gott so kreativ ist, Mensch zu werden, als kleines Baby im Stall, 30 Jahre in der absoluten Verborgenheit zu leben und dann auf so eine unglaubliche Weise, grausame Weise umzukommen, aber am dritten Tage wieder aufzuerstehen. Und was haben die Apostel sich damals gedacht beim Ostertag? Am Ostertag, das war ja, waren sie auch wie Träumende. Das hätten sie sich nie erträumen können, dass der Messias lebt. Aber gut, er hat es ihnen eigentlich auch schon angekündigt, aber sie haben es dann erst später kapiert, wie die ganzen Verbindungen sind, wie Jesus alles schon gesagt hat. Sie konnten es alles gar nicht richtig verstehen, erst im Nachhinein. Und ja, immer wieder zeigt sich Gottes Heilsplan durch diese wunderbaren Ereignisse und das erfüllt das Volk schon damals mit Lachen und Jubel und deshalb auch auf den Wallfahrtsfesten, denn diese Feste sind ja auch immer wieder zu solchen Anlässen, die ja entstanden sind bei diesen heilsgeschichtlichen Ereignissen, wie jetzt zum Beispiel, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde. Deshalb Pessach, ne? Und dann gab es immer diese Wallfahrt nach Jerusalem zum Pessachfest oder Chanukka, ne? Dass dann eben der Tempel wieder neu eingeweiht wurde, nachdem Antiochos und diese ganze Seleukidengeschichte endlich vergangen war und der unfassbare Gräuel da endlich entfernt wurde. Das sind immer wieder solche Ereignisse, die eigentlich auf Gottes Heilstaten zurückgeführt werden. Ne? Deshalb werden solche Feste ausgerichtet, damit man Gott dankt und das nie vergisst, was er dem Volk getan hat. Wir dürfen das Ganze natürlich auch auf die Getauften beziehen, weil es auch ein Grund zur Freude ist, dass wir von dem Exil unseres Lebens außerhalb des Paradieses in die innige Gemeinschaft Gottes hineingenommen werden, als Getaufte. Es ist ein absoluter Grund zur Freude. Es ist ja eine Geburt, eine Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und wenn ein Kind geboren wird, ist es ein Zeichen oder ein Anlass zur absoluten Freude. Und deshalb freuen wir uns ja auch auf Weihnachten, denn ein Kind wird geboren. Und Gottes Gegenwart ist generell immer ein Grund zur Freude. Deshalb ist es auch sakramental für uns schon gegeben, dass wir uns in der Eucharistie eigentlich nur freuen können. Die Eucharistie ist ein Freudenfest. Es ist die sakramentale Vorausnahme des himmlischen Hochzeitsmahls. Nicht umsonst benutzt Jesus dieses Bildfeld der Hochzeit, weil die Hochzeit die Zeit der größten Freude ist.
Und ja, wir dürfen aber trotzdem natürlich nicht vergessen, all das sind natürlich erstmal vorübergehende Freudenanlässe. Die vollkommene Freude kommt am Ende der Zeiten. Die Freude des Himmels. Und das wird eine Freude sein, die wirklich ewig ist. Nicht so wie diese Anfangseuphorie, die wir vielleicht haben als Neubekehrte, die wir neu getauft sind. Und dann kommen die Bedrängnisse, dann kommen die Leiden, dann kommen die Ernüchterungen, dann kommen die Versuchungen. Und genauso für das Volk Israel. Es freut sich, als es endlich wieder in das verheißene Land darf. Aber dann geht's los. Dann kommen wieder neue Probleme auf es zu. Und genauso mit der Kirche. Die Kirche hat immer und immer wieder gegen die Nachstellungen des Bösen zu kämpfen, auch wenn es immer wieder Momente des Heils gibt, dass Gott aus einer großen Not befreit hat und man sich dann auch sagt, ich bin wie ein Träumender, ich bin wie eine Träumende, weil ich mir das nie hätte erträumen lassen, was Gott mir Gutes jetzt getan hat, aus dieser Not mich befreit hat. Erst im Himmelreich haben wir wirklich die absolute Freude und dann werden keine Tränen mehr vergossen. Dann ist das absolut das Endziel. Kommen wir zur zweiten Lesung. Immer wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. Ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne im Erbarmen Christi Jesu. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das war jetzt eine Lesung aus dem Philipperbrief und es handelt sich dabei um einen Brief, der eigentlich, man muss sagen, der persönlichste Brief des Paulus ist. Er schreibt ihn in der Gefangenschaft in Rom. Und das wird immer wieder durch Anspielungen und durch bestimmte Aussagen deutlich. Philippi war die erste Christengemeinde auf europäischem Boden, die Paulus gegründet hat. Und das geschah im Zuge der zweiten Missionsreise. Sein Aufenthalt wurde abrupt abgebrochen, dadurch, dass er mit Silas dann ins Gefängnis geworfen wurde und da sind ganz spektakuläre Dinge geschehen. Auch da merken wir genau das, worum es auch jetzt geht bei diesen Texten, um die Freude. Freude ist etwas, das das Emotionale übersteigt. Es geht viel tiefer. Es ist die innere Gewissheit, die unerschütterliche Hoffnung, die uns Getauften ins Herz eingegossen ist. Die Freude, die eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird, dass Gott das letzte Wort hat. Und wenn wir auch Tränen vergießen, weil es in diesem Leben gerade schwer ist, weil wir gerade eine schwere Zeit durchmachen, wissen wir tief in unserem Herzen, dass der Böse uns in die Knie zwingen kann, aber uns nicht von der Liebe Gottes scheiden kann. Und dieses, dass man am Ende, bis zum Ende die Hoffnung nicht verliert, das ist diese Freude, von der immer wieder im biblischen Zeugnis die Rede ist. Und ich sage das deshalb hier schon, weil Paulus im Gefängnis saß und mit Silas wirklich die absolut auswegloseste Situation schlechthin erleben musste. Er saß im inneren Kerker, also wirklich in einem Teil, wo man nicht mal rausflüchten konnte, mit einem Holzblock oder Pflock fixiert. Also die zwei hat es richtig schlimm getroffen und sie, die machen so einen Lobpreis. Die loben Gott mit solchen Liedern und dann erleben sie eben diese spektakuläre Befreiung, beziehungsweise durch dieses Wunder, was da geschieht, kommen viele Menschen zum Glauben. Also es ist wiederum auf krummen Wegen, schreibt Gott gerade. Und da sind durch diesen Umweg, diesen schmerzlichen Umweg, den Paulus und Silas da erleben mussten, viele Menschen, die sonst vielleicht nicht zum Glauben gekommen wären, zum Glauben gekommen. Das heißt, das ist diese Freude, die Frucht bringt. Ne? Diese Freude, von der man wirklich etwas spürt. Und Paulus ist, wie gesagt, ziemlich abrupt von den Philippern weggerissen worden, konnte deshalb nicht so viel machen, aber doch ist daraus etwas geworden. Das war also gleich eine erste Bewährungsprobe für die ersten Christen in Philippi. Und doch
sind sie dem Dienst am Evangelium treu geblieben bis zu dem Tag. Und deshalb wird das hier auch so gelobt von Paulus, weil das ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Und weil sie sich schon gleich am Anfang bewährt haben, so hofft Paulus, dass sie es tun werden bis zum Schluss, was mit dem Tag Christi gemeint ist, also das Ende der Zeiten, wenn Christus wiederkommt. Wir merken hier in diesem Brief wieder eine sehr adventliche Stimmung, aber es meint jetzt eben den zweiten Advent, die Wiederkunft Christi. Und er betet darum, dass ihre Liebe noch stärker wird, dass sie im Verständnis wachsen, dass sie, je näher sie eben dem Ende der Zeiten kommen, immer vollkommener werden, in Vollkommenheit wachsen. Und das ist etwas, das wir uns auch ganz klar für diese Adventszeit, aber auch mit Blick auf das Wiederkommen Christi am Ende der Zeiten, also auch in dem zweiten Advent, in dem wir uns alle befinden als Christen, dass wir das uns zu Herzen nehmen, was er sagt. Wirklich wachsen in Heiligkeit und uns ganz vorbereiten, dass wir den ganzen Ballast von uns werfen, damit wir wirklich vor Gott bestehen und wir wirklich ganz heilig und untadelig vor ihm sind. Also was wir hier eigentlich so lesen können in der zweiten Lesung, das ist so ein bisschen die moralische Ausfaltung dessen, was in der ersten Lesung gemeint ist, wenn es heißt, steh auf Jerusalem und steige auf zur Höhe. Was wir genau darunter konkret zu verstehen haben, das lesen wir bei Paulus. Kommen wir nun zum Evangelium. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und der Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht, Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Wir hören heute im Evangelium vom Beginn des Wirkens des Täufers. Das ist immer so, im Advent hören wir von Johannes dem Täufer, weil er ja der unmittelbare Vorläufer Christi ist, der ihn eben ankündigt und der vor allem eine Bußpredigt hat. Also immer wieder zur Umkehr aufruft in der Vorbereitung auf den Messias. Und er ist es ja, der eigentlich als der größte aller Propheten genannt werden muss, der ein Scharnier zwischen dem Alten und dem Neuen Bund darstellt, der mit eigenen Augen den Messias sehen darf, der sogar mit ihm verwandt ist. Also es ist eine ganz große Ehre, die ihm hier zuteil wird. Und es ist so, dass Lukas sein Evangelium als ein Werk der Geschichtsschreibung begreift und deshalb hören wir auch jetzt gerade zu so einem wichtigen, einschneidenden Ereignis, das eingeführt wird. Eine Einbettung in den historischen Kontext. Deshalb sagt er hier, wer zu der Zeit Kaiser ist, zu welcher Zeit das geschah, dass Johannes anfing mit seinem öffentlichen Wirken. Das war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Kaiser Tiberius war der Nachfolger von Kaiser Augustus. Zu jener Zeit war schon Pontius Pilatus Statthalter von Judäa, das bleibt er dann ja auch in den nächsten Jahren, in denen dann auch Jesus öffentlich wirkt und dann auch hingerichtet wird. Und dann ist hier auch die Rede von den Tetrarchen, Tetrarchie, also damals war das Heilige Land in mehrere Königreiche aufgeteilt, also die Geschwister haben sich das aufgeteilt, Herodes und sein Bruder Philippus. Und es war dann eben in bestimmte Regionen eingeteilt, das wird hier alles genannt. Und auch, was die religiöse Elite anbelangt, das wird hier auch genannt. Und nach dieser Einbettung in den historischen Kontext, politischen Kontext, religiösen Kontext, wird dann hier in ganz typisch biblischer Ausdrucksweise gesagt, dass das Wort des Herrn, das Wort Gottes, an Johannes ergeht. Das ist ganz prophetische Ausdrucksweise dafür, wenn dann eben ein Prophet mit seinem Wirken beginnt, wenn Gott ihn zu diesem wichtigen Dienst beruft. Dann heißt es hier, dass Johannes in die Jordan-Gegend
zieht, weil er dort eben dann die Johannestaufe vornehmen wird. Er hat, wie gesagt, eine Verkündigung der Buße. Er ist ein Bußprediger. Und die Taufe, die er vornimmt, ist ein Zeichen der Umkehr in der Vorbereitung auf den Messias. Die Johannestaufe ist noch kein Sakrament. Das muss man ganz klar sagen. Er ruft die Menschen zur Umkehr auf, ganz bewusst mit den Worten des Jesaja, um den Menschen zu sensibilisieren, dass sich das Schriftwort erfüllt. Die Stimme des Rufers in der Wüste, das ist er. Es erfüllt sich mit ihm. Bei Jesaja lesen wir das in Kapitel 40. Ich habe das schon bei der ersten Lesung gesagt, aus dem Buch Baruch, die ja auch sehr viele dieser Dinge aufgreift, die auch bei Jesaja zu lesen sind. Und es vielleicht aber noch einmal kurz zu dem Anfang. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Diese Wüste ist natürlich absolut ein tiefsinniger Ausdruck, den wir ganz klar auch wieder im vierfachen Schriftsinn betrachten können. Die Wüste, inmitten derer er ruft, ist natürlich in erster Linie heilsgeschichtlicher Art, so wie das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste umherirren musste, bis es in das gelobte Land einziehen konnte. Aber auch im existenzielleren Sinne, die ganze Menschheit, die in einer Wüste umherirrt und nicht in das gelobte Land, in das Paradies hinein kann, weil es eben eine gefallene Schöpfung ist durch den Sündenfall. Und aus dieser Wüste heraus ruft jetzt eine Stimme, dass die Menschheit sich vorbereiten soll, der Messias kommt, um die ganze Welt zu erlösen. Aber auch ist diese Wüste natürlich zu verstehen als eine, wie soll ich sagen, auch eine Wüste, die man freiwillig auf sich nimmt. Dass man sich zurückzieht, so wie Jesus das tut, vor seinem öffentlichen Wirken, sich zurückziehen in die Einsamkeit. Das griechische Wort Eremos für Wüste ist auch zu übersetzen mit Einsamkeit. Die Wüste ist der Ort der Einsamkeit, die Zeit der Entsagung und ganz klar auch die Zeit der Bewährung, eine Zeit, in der man eben angegriffen wird. Und wir alle sind eigentlich in einer Wüstensituation und warten auf die Erlösung durch den Herrn, der wiederkommt am Ende der Zeiten, also auch anagogisch zu verstehen, die wir darauf warten, auf die grünen Auen des Himmelreiches geführt zu werden. Und in dieser Zeit, je mehr wir diesem Ende entgegenkommen, umso mehr werden natürlich die Angriffe des Bösen. So wie er eben Jesus versucht hat in der Wüste, wenn er schon Jesus versucht hat, was sollen wir dann sagen, die wir gar nicht ohne Sünde sind? Also umso mehr werden wir versucht, die wir eben schwach sind. Also wie gesagt, wir haben hier ganz viele Verbindungen auch zu Baruch, wo es auch schon heißt, dass die Berge und Hügel sich senken sollen und die Schluchten aufgefüllt werden sollen. Also diese Rede haben wir auch dort schon und natürlich dann aus dem Buch Jesaja ganz klar im 40. Kapitel diese Worte, weil hier das auch ganz deutlich zitiert wird, ne? Bei Lukas meine ich. Und die Botschaft, die Johannes der Täufer hat, ist, wer zum heiligen Berg ziehen will, um dort das Heil Gottes zu erfahren, um es vielleicht mal auch jetzt nochmal an die bisherigen Lesungen anzuknüpfen, der muss Buße tun. Der muss Buße tun. Also bevor das Heil kommen kann, kommt die Bewährung und die Zeit der Bedrängnis und auch das Gericht. Das ist uns auch gerade am Ende des letzten Kirchenjahres ganz deutlich geworden. Und dass diese Zeit der Vorbereitung sein muss, ist ganz klar, weil auf dem Berg, das sagt Jesaja, das lesen wir aber auch implizit bei Baruch, weil sich auf dem Berg Gottes nichts Unheiliges befinden wird. Bei Gott wird man nichts Böses mehr tun, heißt es bei Jesaja. Und bei Baruch heißt es, dass sich dort die Heiligen sammeln werden. Also, nur die reine Heiligkeit hat bei Gott Bestand und deshalb müssen wir uns vorbereiten, weil der Heilige zu uns kommen möchte. Deshalb müssen wir auch uns auf das Kommen des Messias vorbereiten. Das können wir wieder durch eine gute Beichte tun, dadurch, dass wir diese besondere Gnadenzeit wirklich auch als Zeit der Sühne nutzen und der Entsagung. Es ist so wie die Fastenzeit, eigentlich eine Bußzeit. Und wenn er dann kommt, dass unsere Herzen bereitet sind, unser eigenes inneres Jerusalem, unser inneres Zion. Und dann
dann können wir wieder die Freude Gottes in uns empfangen und wirklich uns freuen, auch jetzt schon hier auf Erden, weil er uns diese Freude schenken möchte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen, seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.